Da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Namen dabei. Good Dog. Und wir gucken uns heute an Bug Control mit Beanstalks gegen Mississippi River. Oh Gott. Hab wieder die Creme de la Creme der Meta ausgepackt. Wobei das Bug tatsächlich ein bisschen mehr Play sieht. Was Mississippi River ist ja eher so ein Fun-Deck, sowas wie All Spells, was man mal im Schrank liegen hat. Ich bin jetzt gerade am überlegen, mit dem Hive. Ja. Was spielen die denn dann, um das Hive zu triggern? Force, klar. Hm. Murktide wahrscheinlich. Mhm. Angler? Nö. Was denn noch? Also grün? Hä? Fünf oder mehr? Nö, ich glaube, der Rest ist ein normales Bug Control. Wow. Also einfach nur für ein bisschen Additional Card Draw. Genau. Was ja oftmals schon reicht, tatsächlich. Ja, ansonsten Mississippi River hier mit einer Stocklist oder eine relativ Stockinglist, wenn man das sagen kann, zu dem Deck. Es gibt ein paar Änderungen, ein paar lustigere Sachen, die dabei sind. Aber das Deck ist so Ding. Wow. Phoenix und okay. Ja, dann nimmst du den Spell. Ja. Lässt dann den Phoenix resolven und counterst. Ja, genau. Das ist eine Art. Der Phoenix kostet 6. Uff. Ja. Da ist aber echt auch Pasta und Cholera in der Hand, ne? Weil. Ja, es geht. Also die Hand von dem Bug-Control-Spieler sind halt Forces und Spell Pierce und so ein Stuff. Und sowas kann halt auch passieren. Du kannst auch was sagen, okay, in der einen Runde lässt du das halt offen und Spellpierst dann einen Kram oder so. Mhm. Oder du Spellpierst einfach, was da kaskadiert wurde und hast einfach nur einen 5-3er, der halt nicht an einem Murktide vorbeikommt. Da ist ein Murderous Cut. Ah, stimmt, den kann man auch spielen. Dann. Ja. I see. Dann Fetchland, go. Noch ein? Nein, Brainstorm. Okay. Ja, kann man machen. Das ist aktuell, glaube ich, einfach, man ist einfach sehr weit ahead. Das ist, glaube ich, noch ein Forzies gewesen. Das ist schon mal das wäre super. Ja, ist die Frage, ob man sich Forzies auflässt oder wenn es noch drin ist, Spell Pierce. Ja, das ist genau die Frage. Ist hinten ein Daze? Ich glaube, da hinten ist ein Daze. Noch ein Forzies, okay. Dann. Ja, dann wieder Auswahl zwischen Pest und Cholera. Spannend. Hä? Ja, es macht Sinn, weil der kostet halt. Ah, okay. Weil der kostet halt 4 Mana, man hätte ihn nicht spellpiercen können, glaube ich. Nee, er kostet 5 Mana. Dementsprechend kann man ihn spellpiercen. Und das ist schon ganz gut, aber man hat ja das Forzies jetzt gespielt. Spannend auf jeden Fall. Weil oftmals reicht so ein oder zwei Kaskade-Dudes, die durchkommen, das Deck eskaliert einfach. Wir haben aber noch einen Force gesehen bei den Control-Spielern. Ich finde jetzt, bin es gerade am überlegen, bei dem Spell, der das Deck so abgehen lässt, den du kopieren kannst. Mhm. Der wird ja kopiert, wenn er auf den Stack geht, ne? Das heißt, du, bevor du den Force hast, du die Copy schon am Bein. Das heißt, du musst quasi, wenn er jetzt reinkaskadet, müsstest du 3 Forces haben, um alles zu beantworten. Ja. Wow. Also 3 Counter müssen ja nicht Force sein, aber. Hui, hui, hui. André, das ist, ein 5-Mana-Spell, der hittet den gar nicht. Der hittet nur Typ als Trickery. What? Das ist jetzt auch da drin? Ja. Ach du Scheiße. Ja, und mit Typ als Trickery geht man auf den Spell und den kann man jetzt halt kontern. Das ist halt genau der Punkt. Also jetzt kontert man halt Typ als Trickery und das Ganze ist halt. Ja, du nimmst den Cascada vom Stack, ne? Oder wie war das? Genau, und drehst dann um. Wow. Interesting. Ja, der war ja mit dem Bulky, war da ja so ein Shenanigans, ne? Ja. Genau das. Ja, das Trickery kannst du ja dann countern. Wird aber nicht gemacht. Okay. Bin ja auch spannend. Weil wenn jetzt der Emrah cool kommt, gehst du halt. 6. Das heißt, man nimmt was 6 kostet. Da war nur 7 dabei. Ui. Okay, Trickery und Trickery und dann ist halt drin. Meh. Ich müsste mir die Trickery jetzt noch mal durchlesen. Der Fug. Ja, Thema Trickery ist schon tricky. Ja, das ist tatsächlich vom Spielstil her sehr, sehr spannend.
du würfelst halt und millst halt so viele Karten, damit du es halt nicht absetzen kannst. Mhm. Und dann gehst du halt in die nächsten Spells. Puh. Ja, und Trickery in Trickery ist dann... Ja. Genau, Trickery in Trickery dürfen es tun. Dementsprechend, ja. Ah, stimmt, du kannst die Trickery selber nicht kopieren. Ah, genau das. Wow, watten Bums. Ja. Oh, jetzt spielen die auch noch so was. Ja, Dinge, die passieren. Aber wenn es halt mal durchgeht, geht das halt richtig oft. Das ist richtig broken. Wie wir auch schon gesehen haben bei mir im Channel. Ja, das, wie war das nochmal? Du hast auf einmal Kaskade, wo wir angefangen haben, nicht mehr angefangen haben, die Kaskade-Trigger zu zählen. Ja. Das war weird. Ist genau. Ein bisschen bescheuert. Auf der anderen Seite, dass das Bug-Control hier wirklich mit, ich glaube, nur zwei Mark-Type als Win-Option, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hm. Was halt auch eine Menge Removal, Counter und sowas bedeutet. Da sind auch gar keine Planeswalker oder so drin. Ich weiß es nicht, glaube nicht. Also, ich meine, Planeswalker können halt auch ein Win-Option sein. Ne? Deswegen. Da ist ein Phönix. Okay. Der geht auf die Hand, weil genug Spells drüber liegen. Wow. Du hast auch noch einen Reload da drin, ist ja. Mir schlecht. Ja, ja, das Mississippi ist schon krass. Ach, du Schande. Das ist so ein Dödeldeck, was dich so richtig wegbumsen kann. Ja. Ja, wenn du es nicht am Schirm hast, ist wie sowas wie Allspells oder ähnliches. Dementsprechend. Ja, aus dem Force. Gut, dann kommt Murky. Murky, ja, der dürfte auch schon gut gefüttert sein. 1, 2, 3, 4, 5, der ist full. Hm. Dum, 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 dum. Jo. Oh wei, oh wei. Dann kommt jetzt sehr wahrscheinlich... Das ist auf jeden Fall noch ein Force. Ja. Force. Erstmal lesen, was man Land kann. Zwei blaue. Wird geopfert. Dann Tap. Wahrscheinlich Tap Opfer für Rot. Ach so, das ist dieses, was du opfern kannst für Doppelrot, ne? Ja. Opfer für Doppelrot. Spiel die. Das geht drauf. Das Doppelrot müsste auch weg sein. Okay, jetzt doch so und dann doch. Ja, jetzt wird's wieder umgehen. Das ist halt, manchmal, bei sowas muss man halt sagen, okay, dann mach's bitte einheitlich und nicht so verwirrend. Weil bisher hat man, soweit ich das sehe, kein Rot bezahlt. Nee, das eine macht doppelblau, dann hast du doppelfarblos, dann hast du jetzt noch ein farblos, also jetzt sind 5. Jetzt sind 6. 7. Okay, 7 mit doppelrot. Ja, da kommt der Phoenix. Der kostet 7? Ich glaube, der kostet 6. Ha. Trigger. Und nö, dann. Nö, 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 nö. Das ist halt eine Menge Land, ne? Nö, nö. Da war das Bild. Ha. Da war das Bell. Dann, wenn der resolved, also beim Casten entscheidet man, dass man einen Trigger, dass man Kopien bekommt. Mhm. Und dann bekommt erstmal hier Bug Control einen Trigger tatsächlich von diesem Spell. Und jetzt wird Stack geschaffelt. Ha. Ach stimmt, der Spell sagt ja, du musst shuffeln, ne, bevor du das machst. Genau. Das heißt, man kann einen Shortcut machen wegen dem Kaskade als Shuffeln und runter. Tralala. Ja, wenn jetzt beide aber gekontert werden, hat man einen illegalen Move gemacht. Das stimmt. Aber man geht halt nicht davon aus. Ja, okay, die. Du musst. Achso, stimmt. Vorher Deck. Das ist halt cool, dass vorher das Deck gemischt wird. Das heißt, du kannst vorher nicht setup. Nein. Du kannst nicht brainstormen oder sonst machen. Richtig cool ist es halt, wenn es halt, wie es ja auch intensiviert wurde, tatsächlich eine Commander-Karte. Und das im Multiplayer machen kannst. So. Ach, ich mach zwei, du Schande. Kriegst einen, gib ihm. Das sind halt lustige Sachen einfach. Und da können halt auch richtig brokene Sachen darum kommen. Das ist eine Commander-Karte? Yes. Oh Gott. Und hier ist es ja auch so, dass man hier jetzt irgendwie nicht unbedingt sieht, welche Karte kommt, weil einer von diesen beiden Spielern wird sich darauf vorbereitet haben, diese Karte zu spielen. Ja, wahrscheinlich der Linke. So, und jetzt kommt Force of Negation. Ja, dann kannst du den Ursprungsspell damit countern. Und die Copy hast du, glaube ich, noch einen Force auf der Hand. Ja. Force. Und jetzt... Oh, da hätte ich vielleicht Stays gepitcht. Statt Stay Pierce. Jetzt halt die Frage, theoretisch ist ja eins floaten.
Also vom Zellen her wäre jetzt... Nee, ich hätte den Days... Ach so, den gepitcht. Force. Ah, ja. Ja, das stimmt. Der Days macht hier herzlich wenig tatsächlich. Das, ja. Ja. Ja, noch. Also kommen wir jetzt wieder... Man hat ja wieder wenig Länder. Man muss jetzt ja wieder Länder aufbauen, damit man es machen kann. Mhm. Stimmt. Och Gott, ja, das ist jetzt auch noch so ein Moment, wo du da stehst und der einfach reloadet nach einer Zeit. Oh, ich krieg zu viel. Auf der anderen Seite hast du einen 7-7er und eher einen 5-3er. Ja, okay, ne? Time flies by. Ja. Das heißt, du bist innerhalb von den nächsten zwei Runden bist du soweit. Obwohl. Doch, das klappt noch. Ja. Das Clock-Management, die Clock tickt für den Control-Spieler. So, da haben wir dann den, der macht auch Schaden und einen Token. Ja. Hm. Was ist der Unterschied? Ich glaube noch nicht. Das macht keinen wirklichen Unterschied, glaube ich. Dann haben wir noch einen Bowie. Oh. Da kann man jetzt. Da kommt die Beanstalks-Karte. Da kommt die Beanstalks. Die ist halt auch, die wird so teuer aktuell. Hm. Heidewitzka. Dann Batsch für 10. Hm, yep. Und dann. Ist man auf 1, sehe ich das richtig? Ja. Ja, yep. Dann ist rum. Dann ist um. Ja, Sideboarding. Ich habe null Ahnung bei Mississippi River. Ich hätte jetzt auch überhaupt. Du könntest halt Blasts boarden, aber. Nee, Blasts macht den Kacke, weil die kannst du nicht rein. Du willst nicht reinkaskaden. Das heißt, Traps fallen auch weg. Nein, Break Traps nicht. Stimmt. Aber die sind auch ziemlich mies. Hast du überhaupt? Chandras. 6 Mana Chandra. Ja, Awakened Inferno. Ja. Stimmt. Sehr, sehr gut gerade. Die kannst du reinnehmen, ja. Aber ansonsten fällt mir jetzt gerade überhaupt nichts ein. Ja. Bei Bug, wahrscheinlich ein bisschen mehr Removal, ein bisschen mehr Counter rein und dafür vielleicht der Discard runter. Oder schlechten Removal raus. Oder die Beanstalks. Stimmt. Das ist eine gute Cut-Karte fürs Sideboard irgendwie. Mhm. Oh, da ist eine Schande drauf der Hand. Sweet Carol. Vor allen Dingen, das ist so eine Chandra, die kann jetzt in nächster Runde kommen. Jo. Je nachdem, was der an Land hat. Und die, da steht halt drauf, kann nicht gecountert werden. Mm. Ah. Damit kein Thorzis kommen. Thorzis wäre jetzt natürlich bitter. Thorzis wäre bitter. Da musst du die aber auch die Chandra nehmen. Und dann musst du halt auch gucken, was der Rest von der Hand sagt. Ja, wisst ihr los. Chandra ist halt schon so ein. Du bist ein Control-Spieler, ich mach dich kaputt. Ja, auf Chandra steht drauf, Control-Spieler stirbt. Außer der weiß, weil die Embleme kriegt man ja immer noch nicht weg. Nee. Die ist uncounterbar. Genau, was man halt hier fordert, man hat Bug und man hat Chiorus. Stimmt, ja. Das sind mächtige Karten. Da kommt Beanstalk. Dafür musst du die aber auch auf der Hand, auf dem Schirm haben. Ne? Das stimmt. Ja gut, aber gegen sowas wie Phoenix und sonst was nimmt man halt Elite auch mal rein. Ja, das stimmt. Oh, oh. Also, das geht schon. Crack. Bam, bam. It could. Yes. It could. Da kommt die dicke Chandra. Bam. Oh, bitte counter die. Bitte. Counter die. Da wird ein verwirrter Blick geschmissen. Ah. Erstmal lesen. Da ist eine Menge Text drauf. Ja, stimmt. Wichtig ist aber erstmal für den ersten Spieler erstmal nur die oberste Zeile. Kann nicht gecountert werden. Ja, can't be countered. Ja, dann kommt die plus, dann kriegst du noch ein Emblem. Kriegst du ein Emblem, du kriegst einen Schaden. Weil für jeden, der nicht weiß, das Emblem pinkt jede Runde, jeder abgibt für einen Schaden. Yes. Der Minus, dann gibt's ein Minus 3, der macht allen Nicht-Elemente 3 Schaden, dann gibt's ein Minus X, der macht... Geodrid's Edict. Da. Ja, okay, aber du hast das Emblem am Arsch, ne? Ja. Ja, aber... Die ist halt... Ich muss sagen, hier muss man schon Luck haben, dass Geodrid's Edict haben, sonst hätte man die einfach verloren. Ja, also wenn die 2-3 Runden liegt, dann sind halt jede Runde 2-3 Schaden und dann guckst du halt, oh man, die Röhre. Das ist halt leider wirklich so. Ist dann noch eine? Ich habe gerade nicht beim auf die Hand geguckt beim Durchschaffeln. Ich meine, da wäre noch eine. Ja. Go. Okay. Mach Go finde ich spannend. Riecht irgendwie nach einem, sag mal, Bowmaster. Ja, aber. Kann man gerade auch so schlecht sehen. Na, jetzt irgendwie eine Chandra nochmal kommt oder so, ist halt dann echt bitter. Ja, der Bowmaster macht gegen die Chandra halt gar nichts, ne? Ja, haut sie einmal für 2 Schaden.
Stimmt, ja, und pinkt deren Schaden. Ja. Also drei Schaden kriegst du mit dem Bowmaster hin. Ach, da wurde das Emblem gesucht. Oh ja, da ist noch eine Chandra. Ach du Scheiße. Ja, da musst du halt jetzt überlegen, was ist überhaupt diese rot-grüne Karte da, die jetzt ganz oben war, die da jetzt... Das ist ein Malstromwanderer. Ach, der. Ja, und der Kaskade. Cascade für, ich glaube, 8 Mana. Ja, der macht den Stack echt super, der Typ. Boah, da ist noch ein Geodes Edict. Boah, ist nicht sein Ernst. Ja, plussen kann er sowieso. Das ist ja for free. Ist hat nicht der ein Schwein. Ernst. Alter. Boah. Ja, so kann Magic manchmal laufen. Auf der anderen Seite hat man zwei Embleme, die jetzt dauerhaft Damage drücken. Mhm. Das sind halt jetzt jede Runde 2 Schaden for free. Genau, und irgendwie muss man irgendwann auch mal schnell beenden. Ja, und dann brauchst du quasi auch schon wieder einen Murktide, der so 7-7 ist, ansonsten wird das eng. Oder den Gegner so lange frusten, bis er aufgibt. Ja, aber bei dem Board State würde ich als Mississippi River Spieler nicht aufgeben, weil... Nee, auch nicht. Die Embleme sind sehr, sehr stark. Ja. Es fehlt halt immer noch was emblemelos wird. Ja, absolut richtig. Das wäre noch so ein Ding. Weil ansonsten... Lorien Revealed. Ah, Cycling für ein... Cycling für ein Land. Für eine Island. Ja. Wahrscheinlich noch sie. Ja. Ja. Ist dann jetzt die Frage, was man jetzt noch macht? Drei Mana können wir das Leowold spielen, wenn er auch drin ist. Du kannst einen Murky spielen, wenn du hast. Murky ist 4 oder... Ah, nee. 5. 6 sogar. 6, ja. Ja, Lauren Wheel ist so gut. Ja, die Karte habe ich jetzt auch schon mal gespielt und die ist echt super. Vor allem, wenn die halt mal Late Game droppst, ist die super. Oder so End of Turn vom Gegner beim Teferi. Mm. Ah, okay. Gut, dann hast du noch einen Trigger. Wenn du den nicht vergisst. Ja, erstmal also kommen Marken, dann zieht man eine Karte. Der Trigger wurde vergessen. Der Trigger wurde vergessen. Ja, Beanstalks spielt man ja eigentlich wegen, weil sie ist wie Baleful Strix. Und ah, okay. Okay. Gut. Da wurde noch die Karte gezogen und dann geht's. Oh, so. Jetzt ist die Frage, was man jetzt macht. Mississippi River jetzt sagt, okay, ich gehe irgendwie in Cascade. Oh, da ist ein Busetju. Oh, man wird den Murky auch noch los. Ich krieg zu viel. Wieso wird man den Murky los? Mit dem Buseljo, oder? Artefakt war sauber. Ah, Schande. Ja, geht nicht auf Kreaturen. Da ist ein 6-5er. Ich glaube 6 Mana. Das Kate. Da kommt der. Ja, mit dem gibt man jetzt, die geht runter. Ja, random unten drunter geschaffelt, die eine Karte. Dann gibt man in den Tibalt's Triggery. Okay. Ach ja, ja, ja. Der kostet 4 oder was? Ja. Deswegen triffst du den Zauber nicht. Genau. Ah, okay. Und jetzt die Trickery, ob die resolved, dann rollst du ja wieder, würfelst du wieder einen Dice, guckst, ob du 1, 2, 3 runterbildst und dann. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Force of Negation. Force of Negation, okay. T-Birds, okay, passiert nix. Passiert nicht. Oh, man Force revealed. Unangenehm. Hupsi. Ja. Genau, dann resolve der. Ach so, ja klar, dann kannst du nichts countern. Voll. Hö? Hö? Das Counter Target Spell? Nee, Copy Target Spell? Und Spell wird ja nicht getargetet. Ja, du counterst ja den Spell by Trickery. Oh. Aber jetzt bin ich gerade überlegen. Oh, der wurde wahrscheinlich vorher gecountert, wodurch der den nicht countern kann. Weil er nicht countern kann, geht er nicht weiter. So funktioniert das. Spannend, man lernt nie aus. Auch ihr lernt hier noch. Ich wollte gerade überlegen, kann Trickery sich nicht selber, aber das geht nicht. Nee. Spannend. Sehr, sehr spannend.
Das ist auf 6 Leben runter. Das hat echt nicht viel Holz. Ne? Nee, das ist wirklich nicht viel. Vor allem, wenn 6-6 Merkdata liegt. Brainstorm. Das ist halt... Achso, ja. Das sind noch 3 Züge. 4 mit dem hier. Aber du hast ja halt den 6-6 Merkdata liegen. Das heißt, du hast 14 Schaden, 14 Leben hat der Gegner. Mhm. Das heißt, theoretisch, wenn der 2-mal angreift, der Merkdata, darf der sein Ancient Tomb jetzt nicht mehr benutzen. Ja, aber kann man hier angreifen? Das ist halt ein 5-3er. Kann man nicht angreifen gerade. Nee, das stimmt. Boah, diese Dudes, die da auch rumfliegen in dem Mississippi River. Ja, die besten Decks, besten Karten. Oh, da kannst du dir quasi jede Karte erstmal durchlesen. Da kommt jetzt echt ein Engler. Nee, ein Cut. Ein Cut. Und der Murky Growth um 2. Oh, und du ziehst eine Karte. Das ist jetzt krass. Ja, vor allem, wenn man jetzt halt bietet, geht man auf 8. Dann geht man, ja, jetzt ist es ein... Ja, jetzt ist es ein Two-Hit. Ja, in der Runde, wenn man durchgeht. Man hat noch einen Vorsicht dran, das haben wir gesehen. Uiuiui. Und ein Murktide ist auch noch auf der Hand. Das heißt, du hast einen Force mit einem Blue Pitch und dann muss der Gegner auch noch irgendwas haben. Der hat den Malstrom-Dude, aber der ist zu clunky, als dass der den kriegen kann. Ja, wenn, dann geht er jetzt in die Sumsebiene. Ach, da ist noch ein Cascade auf der Hand. Yep, die Sumsebiene. Ich glaube, die kostet 7. Oh, da ist der Spell davon. Auch tatsächlich. Man könnte auch mit dem Spell starten, wo man halt dann die Copy macht. Genau, Copy macht. Aber man geht in die Sumsebiene. Die hat leider auch fliegend Death Touch. Also das ist als zum Blocker dann auch ziemlich gut, wenn es funktioniert. Okay, Days im Spiel, das ist schon mal nice. Ja, das ist halt so geil. Dieses Deck spielt einfach die weirdesten Shit-Gardens, der Hammer. Das, die Mana-Basis von dem Deck ist halt auch schon so. Ich finde es auch lustig, dass sie funktioniert. Ich finde das so weird. Sag, Skate. Bam. Nö. Bam. Nö. 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 Und, ja, man kann mehrere Sachen hitten. Spannendste wäre tatsächlich da. Da ist ein Emmy. Ja, da ist auch ein Emmy drin. Weil wenn man mit dem Spell den Emmy hittet, man castet die Karten, ja. Ja, stimmt. Der wird ja gecastet. Ach, du Scheiße. Hammer, sag ich dir. Der Stack, den das Deck produziert, ist wild. Ja, ich find's großartig. Genau, Resolve wird einmal geschaffelt. Wow. Einmal geschaffelt, dann abgehoben. Oh Mann. Du bist bei 4 Leben. Also der Gegner, dem Mississippi River Spieler, ist bei 4 Leben. Ja. What? Ja, das ist oben mit dem Force auf der Hand. Das ist oben. Wow! Krass. Ja gut, 2-0. Bug Control. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.